Name ist Franz Brinker. Ich komme aus Salzbergen. Salzbergen liegt im südlichen Emsland, im Prinzip vor der Haustür der Firma BVL. Also wir betreiben hier auf unserem landwirtschaftlichen Betrieb auch Milchviehhaltung mit entsprechender Nachzucht. Wir halten im Moment ca. 200 Milchkühe. Wir sind hier auf einem Standort, der geprägt ist durch hohe Flächenkosten. Von daher versuchen wir relativ effizient zu füttern. Hier wird hauptsächlich Maissilage eingesetzt. Wir haben einen Anteil von bis zu 70% an Maissilage in der Ration. Die Grassilage ist auf diesem Standort eigentlich zu teuer. Wir brauchen ihn nur als Strukturhilfe. Ansonsten füttern wir hauptsächlich Maissilage. Ja, wir füttern seit mehreren Jahrzehnten mit BVL-Technik, angefangen mit einem Silo-Blockschneider vor 40, war vielleicht auch schon 50 Jahren fast, ist vielleicht schon wieder her. Dann ging es weiter über normale Futterverteilung und seit ca. 25 Jahren mit Futtermischwagen. Im Moment füttern wir mit einem 24 Kubik 2 Schneckenmischer der Firma BVL. Und des Weiteren haben die Maschinen sich als robust erwiesen und sind relativ wartungsarm, also genau das Passende für uns. Wir haben da wenig Arbeit mit und die sind immer zuverlässig gewesen. Haben immer ganz gute Erfahrungen damit gemacht und haben vor einigen Jahren dann nach einer Lösung gesucht, die Abläufe zu optimieren und zu kontrollieren. Sind dann auf den Dairy Feeder gestoßen, haben dann eigentlich die Kaufentscheidung war eigentlich, wir hatten zu der Zeit noch zwei Auszubildende, um die Abläufe zu protokollieren und die Mischgenauigkeit zu erfassen. Hat sich dann aber herausgestellt, dass die Mischgenauigkeiten eigentlich wohl da waren. Also die Auszubildenden waren besser, wie ich dachte. Vielleicht war meine Berechnung einfach nur schlechter vorher. Trotzdem ist dieses System dann hier sehr gut angenommen worden, weil wir dadurch genaue Abläufe vom Futterverbrauch, Futterkosten dokumentieren können. Wir können also monatlich oder auch wöchentlich, täglich, man kann es einstellen, wie man will, aber ich mache es meist halt monatlich, hole ich mir die Daten aus dem Dairy Feeder raus, was ist gefüttert worden, welche Mengen sind gefüttert worden, dann kann ich genau die Futterverbräuche erfassen und auch die Futterkosten letzten Endes. Dann sehe ich relativ schnell, ob da was aus dem Ruder läuft und wenn das dann so sein sollte, müssen wir das natürlich abstellen oder wir können auch planen, wie weit reichen die Futtervorräte. Auch die Trockenmasseaufnahme ist dann relativ einfach zu bestimmen. Insbesondere bei den Trockenstehern ist das eine sehr gute Sache. Da können wir direkt wöchentlich oder zweiwöchentlich kontrollieren, ob die Trockenmasseaufnahme passt oder ob sie nicht passt. Also ganz einfach, ich melde mich an in dem System, hole mir die Daten runter. Ich habe dann ja die Analysenwerte der Grundfuttermittel und kann dann ruckzuck ausrechnen, wie viel haben die Kühe gefressen. Das ist ja alles dokumentiert und von daher einfach zu analysieren.